Und ich glaube, dass wir in diesen Zeiten eine große Rollenunsicherheit haben. Also wenn wir mal so in die 50er zurückgehen, um jetzt mal so ein paar Abziehbilder oder Stereotypen zu bringen, da gab es so diesen macho-artigen Mann und dann die Frau eher zu Hause für die Kinder. Dann in den 70ern, 80ern entdecken die Männer ihre Weiblichkeit. Gibt es die Hippie-Bewegung, gibt es feministische Bewegung. Und sie wollen die Energien so in sich ausgleichen. Und heutzutage werden die Karten wie wieder neu gemischt. Es gibt so eine Bewegung in virtuelle Welten hinein. Die ganzen Generationen hängen nur noch an irgendwelchen digitalen Geräten. Ob das jetzt in eine neue Form von Mannsein oder Frausein führt, wage ich zu bezweifeln. Ich glaube, im Ende geht es nachher darum, was ist männliche Essenz und was ist weibliche Essenz? Und wie drückt sich das in einem Mann aus, wie in einer Frau oder in einem gleichgeschlechtlichen Paar? Ich glaube, dass wenn man wirklich, also sagen wir mal, ein Interesse hat, feminine Energie oder maskuline Energie als Frau, maskuline Energie im Gegenüber, als Mann, feminine Energie im Gegenüber zu erleben, dann geht es darum, was ist das überhaupt? Wie bringe ich das in mir im Ausdruck? Und was für Erwartungen oder eben Nicht-Erwartungen kann ich an das Gegenüber richten? Denn wir bewegen uns ja heute in einem Teufelskreis aus irgendwelchen Vorstellungen, aus Filmen, die kaum erfüllbar sind. Also weder für Männer noch für Frauen. Und das neue Bild ist wie noch nicht da. Es wird erforscht, erkundet, aber ich finde, dass es eine große Rollenunsicherheit gibt. Und heute, wenn du heute als junger Mann in die Welt kommst, dann musst du ja erstmal in dir den Vater wie sterben lassen. Also jetzt nicht im Sinne von, der hat es falsch gemacht, sondern wer bin ich denn jenseits der Vorstellung, die meine Vorgänger von mir haben? Jenseits der Konventionen und Regeln, die sie mir überreicht haben, um aus mir ein würdiges Mitglied der jeweiligen Gesellschaft zu machen. Bei dieser Form von Selbstfindung musst du ja all diese Konditionen erstmal in dir sterben lassen. Und dieses, sagen wir mal, der wilde Mann, den finden wir heute nur in der verzerrten Form. Also Hooligans, die das irgendwie ganz eigenartig ausdrücken, Radikalismus, Extremismus oder so eine Form von ganz eigenartigen Machismo, der in einigen Clans und Gangs und dieses Rap, Hip-Hop, diese Art von Mann sein. Um die würde es aus meiner Sicht auch nicht gehen, weil sie einem Stereotyp folgt, aber nicht einer wirklichen Energie.